Hey, da seid ihr endlich. Die Mike Hillen Show fängt gleich an. Kommt rein. Ja, wie ihr euch schon denken könnt, ich bin Mike Hillen. Haben wir ja gerade schon gehört. Und ich bin 33 Jahre alt, verheiratet. Ich bin also leider schon vergeben. Zwei Kinder habe ich. Und das hier, das ist meine Welt. Guckt euch das an. Meine Computer. Und ich mache das jetzt seit inzwischen 10 Jahren. Mehr oder weniger professionell, mehr oder weniger erfolgreich. Das ist unser Portal und wir zeigen euch da jetzt, was alles möglich ist. Also wir haben für euch Foren, jede Menge Foren, da könnt ihr über alles diskutieren, über klassenspezifische Sachen, Bosse, alles. Und wenn es nur das Wetter ist, ist übrigens sehr verschneit hier im Moment. Wir haben Guides für euch im Bereich Bosse, im Bereich Klassen, für alles, was ihr wollt. Wir haben Livestreams, ganz tolle Livestreams, die müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Unser Mogi, unser Smasher, ein paar von den NVIDIA-Jungs gucken sich das an. Tolle Sachen dabei. Und Blogs, News, Artikel, alles, was euch irgendwie interessieren könnte, haben wir. Zum Add-on Atlas Loot werde ich euch gleich auch noch ein paar Sachen erzählen. Ein super Add-on, mit dem ihr im Moment alle Items, die in den Instanzen droppen, alles, was momentan auch dann mit Cataclysm verfügbar sein wird, angucken könnt. Also das ist wirklich spitze und das möchten wir mal rausstellen. Das kann jeder gebrauchen, auch jetzt schon in der Vorbereitungszeit, um sich anzuschauen, was denn da alles Neues kommt und was man alles braucht. Definitiv ein Blick wert. Wir haben also hier, ich zeige euch das mal in groß, einen wunderschönen Screen im Game, wo in dem ihr euch dann jeden Gegenstand einzeln angucken könnt. Das ist übrigens Deathwing. Ihr habt den neuen Login-Screen von Cataclysm oder den Cataclysm-Vorboten sicherlich schon gesehen. Ja, dem werden wir irgendwann gegenüberstehen. Ihr begegnet dem Moment im Ingame immer nur, wenn er euch wirklich richtig mit seinem Feuer vernascht, wollen wir mal sagen. Den Kollegen gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal an. Das wird aber noch ein paar Monate, wenn nicht sogar ein halbes Jahr dauern. Aber da können wir schon mal drauf gespannt sein. So, wir loggen uns jetzt mal ein und ich zeige euch das Addon genau. Verdammt lange Ladezeit. So kriegt man übrigens auch 5 Minuten Sendezeit voll, indem man sich einfach die ganze Zeit den Ladescreen anguckt. Ganz hervorragend. So, Atlas Loot. Das ist Atlas Loot. Wenn ihr zum Beispiel jetzt wissen wollt, General Ambriss, was droppt der denn so im heroischen Modus, könnt ihr euch das mit diesem Addon angucken. Das ist also wirklich super, um sich für das nächste Woche kommende Addon Cataclysm schon mal rauszusuchen, was es denn dann nachher mit Level 85 in den Instanzen so gibt. Für Mikes kleines WoW-Lexikon übrigens, Loot sind Gegenstände und Items, die von Bossen, sonstigen Monstern gedroppt werden, die ihr natürlich auf jeden Fall mitnehmen solltet. Das Addon übrigens findet ihr auch auf Mana Flask in der News zum Download. Einfach entsprechend installieren, ihr kennt euch da aus. Ziemlich tolle Sache, würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Atlas Loot ist auch ein super Stichwort, denn das braucht ihr für Cataclysm. Cataclysm, da wisst ihr Bescheid, das WoW Addon, das nächste Woche Dienstag am 7. erscheint. Meine Kamera, Jungs und ich, wir werden uns nächste Woche Mittwoch zum Mitternachtsverkauf aufmachen. Mitternachtsverkauf hier im Mediamarkt in Osnabrück. Und ihr solltet das nicht verpassen. Wenn ihr also Bock habt und Osnabrück nicht weit ist, dann kommt ihr einfach vorbei und vielleicht gibt es einen Shaker oder ein Interview euch oder irgendwas. Nächste Woche Mike beim Mitternachtsverkauf. Bis dahin, ciao.